Herr Blase, seit über 40 Jahren produzieren Sie Kunststoffenergieketten. Nach so langen Zeit, gibt es da überhaupt noch Grenzen, die man sprengen kann? Wir sind selber überrascht und auf dieser Messe zeigen wir mindestens zwei Schallmauern, die wir durchbrochen haben. Einmal eine kontinuierlich umlaufende Energiekette, das ist eine absolute Weltneuheit mit vielen neuen Möglichkeiten für Konstrukteure. Und zum anderen eine Twisterbahn, eine Drehkette, die sich mindestens achtmal um die eigene Achse drehen kann mit einer Energiekette, hätten wir selber nicht für möglich gehalten. Was sehen wir hier im Hintergrund? Ja, das ist eine riesige, wir nennen es Offshore-Kette, ein riesiges Spritzgussteil an Energiekette, die für Energiezuführung an Offshore-Anlagen, Hafen, Minen, Kraftwerken gebraucht wird. Es gibt so viele Möglichkeiten der Energiezuführung, Schleifleitungen, Schleppkabel, Induktion. Was ist das Besondere an der Energiekette? Es ist der modularste Baukasten von diesen ganzen genannten Systemen und auch noch anderen Systemen. Wir nennen das Any Energy, Any Way in 24 Hours. Wir können fast jede Art der Energiezuführung, ob drehend, linear, hängend, auf der Seite liegend, mit jedem Art von Medium, elektrisch, pneumatisch, fluid, innerhalb von Stunden zusammenbauen. Es kann konfiguriert werden in Minuten. Überall auf der Welt wird innerhalb von Stunden zusammengebaut und die Lösung läuft. Und sie läuft wirklich, ob in Minen in Indien oder im Roboter, in der Elektronikfertigung. Und das macht den Energiekettensystem-Baukasten einzigartig. Herr Blase, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.